Hey Leute, was geht ab? In dieser Folge alles über Fallout 76 sehen wir viele neue Eindrücke aus Bethesdas neuem Online-Multiplayer-Action-Rollenspiel Fallout 76. Vergangene Woche hielt Bethesda in White Sulphur Springs in West Virginia ein Medienevent ab, bei dem geladene Gäste nicht nur im Greenbrier Resort Hotel übernachten und den darunterliegenden Atomschutzbunker besucht haben, sondern auch noch 3 Stunden Fallout 76 spielen durften. Diese glücklichen Schweine. Dieses Video enthält Spoiler, konsumieren nur auf eigene Verantwortung. Und am Ende gibt es noch ein Feuerwerk. Zustand des Spiels. Bei der gezeigten Version handelt es sich laut Bethesda um einen 2 Wochen alten Bild des Spiels, welche noch Fehler beinhalten könnte, die zum heutigen Stand schon behoben wurden. Die 4K Xbox One Version sah bis auf ein paar Lag-Spikes schon sehr gut aus, wobei viele Texturen und Modelle alle aus Fallout 4 stammen sollten, musste die Engine dafür allerdings in vielen Teilen angepasst werden, da die Creation Engine von Fallout 76, welche schon in Fallout 4 eingesetzt wurde, auf Multiplayer nicht ausgelegt war. Tutorial. Zu Beginn dürfen wir unseren Charakter erstellen. Aus einer Vielzahl von verschiedenen Haaren, Narben, Make-up und vielem mehr darf man sich etwas zusammenklicken, was man zu jedem späteren Zeitpunkt im Spiel ändern darf. Noch etwas den Bauch kaschieren und es kann losgehen. Auf dem Weg zum Ausgang der World bekommen wir eine Kurzanweisung in die grundlegenden Spielmechaniken, wie zum Beispiel Essen und Trinken, welche jetzt überlebenswichtig sind, Medikamente und das Skill-Perk-System. Danach bekommen wir noch unser Camp-Modul inklusive Baumaterialien in die Hand gedrückt, einen Partyhut auf den Kopf gesetzt und dürfen die Vault verlassen. Loot. Vor der Vault liegt eine Leiche, welche ihr gleich looten könnt. Loot wird für jeden Spieler neu gewürfelt, das heißt, dass 2 Spieler bei einem Gegner oder Behälter nicht denselben Loot bekommen. Müll und Schrott spielt in Fallout 76 eine große Rolle. Ihr solltet alles aufsammeln, was nicht festgenagelt ist. Ihr erhaltet die Grundmaterialien aus den Gegenständen, wenn ihr sie an einer Werkbank zerlegt, welche ihr zum Ausbauen eures Camps oder zum Erstellen von Items benötigt. Holz erhaltet ihr zum Beispiel unter anderem auch aus Baumstämmen, die in der Welt herumliegen. Säubert ihr bestimmte Gebäude, wo zum Beispiel nur einige Ghule in Ruhe ihren Mittagstee trinken wollten, werden Loot und Ghule nach einer Weile wieder respawned. Diese Mechanik macht das Grinden an bestimmten Orten sicher lukrativer als an anderen, da man den Loot auch für Kronkorken bei sogenannten Vendor-Bots verkaufen kann. Eure maximale Tragekapazität solltet ihr dabei nicht überschreiten, da ihr sonst nicht mehr sprinten könnt und ein leichtes Ziel seid. Gegner oder Behälter können Blaupausen beinhalten, mit denen ihr bestimmte Items, Waffen und Ausrüstung herstellen könnt. Die aus anderen Fallout-Teilen bekannten Wackelpuppen haben nun keinen immer aktiven Passiveffekt mehr, sondern besitzen nun einen zeitlich begrenzten Effekt. Quests. Eure Hauptaufgabe besteht darin, der Vault-Aufseherin zu folgen und erstmal ihr Camp ausfindig zu machen. Auf dem Weg dahin lassen sich aber schon die ersten weiteren Quests und Nebenaufgaben finden. Da es in Fallout 76 keine NPC mehr gibt, bekommt ihr Quests durch Roboter, Terminals, Notizen oder durch das Betreten von bestimmten Orten. Events werden auf der Karte angezeigt, zu welchen man gegen ein paar Kronkorken schnell reisen kann. Camp. Euer Camp könnt ihr überall in der Welt mit ausreichendem Abstand zu anderen Camps oder ländlichen Merkmalen aufstellen. Zudem könnt ihr euch auch mit anderen Teammitgliedern zu einem großen Camp zusammenschließen. Als erstes sollte man wohl eine oder mehrere Stashboxen bauen, um seine ganzen Materialien und wichtigen Gegenstände vor den langen Fingern anderer Spieler zu schützen. Zumal das einfache Einpacken, Mitnehmen und Neuaufstellen des Camps den Transport des kompletten Hausstandes enorm erleichtert. Probleme mit Umzügen wie zum Beispiel in Skyrim gehören dadurch der Vergangenheit an. Tod. Hat ein Spieler keine Lebenspunkte mehr, bricht er zusammen, kann sich nicht bewegen und andere Spieler haben 30 Sekunden Zeit, dem Spieler wieder auf die Beine zu helfen. Schaffen sie es nicht, kann sich der Spieler aber in direkter Nähe oder einem anderen bekannten Spawn auf der Karte wiederbeleben lassen. Wenn ihr in Fallout 76 sterbt, lasst ihr nur euren Müll und Schrott fallen und bekommt ein paar Kronkorken abgezogen. Den Müll könnt ihr euch aber wiederholen, außer ihr seid in einem PvP-Kampf gestorben, dann kann euer Gegner ihn auch mitnehmen. Waffen und Ausrüstung verliert ihr nicht. WATS. Das Vault-Tag Assisted Targeting System, kurz WATS, oder auch bekannt unter die zeiteinfrierende Zielhilfe aus früheren Fallout-Teilen, hat auch in Fallout 76 einen Platz gefunden. Allerdings wird dabei jetzt nicht mehr die Zeit verlangsamt oder ein bestimmtes Körperteil ausgewählt, sondern man bekommt je nach Position zum Gegner und dem eigenen Aim eine Chance, den Gegner zu treffen, ohne genau auf den zielen zu müssen.
Das ist gerade bei kleineren Gegnern sehr hilfreich. Fast Travel. Gegen kleine Kronkorkenbeträge kann man auf der Karte hin und her reisen. Sich zu einem Teamkameraden zu porten, kostet allerdings keine Kronkorken. Das erleichtert das Erkunden enorm, da man sich aufteilen kann und bei einem interessanten Fund nach kurzer Ladezeit wieder beieinander ist. PvP. Wie versprochen gibt es PvP-Kämpfe nur mit beidseitigem Einverständnis der Beteiligten. Nein heißt eben nein. Greift ein Spieler einen anderen an, macht dieser nur minimalen Schaden. Erst wenn der andere Spieler sich zur Wehr setzt und ebenso angreift, machen beide Spieler echten, an das Level-Gap beider Spieler angepassten Schaden. Fazit. Insgesamt macht Fallout 76 schon einen guten Eindruck und spielt sich wie ein Fallout 4 mit optionalem Multiplayer. Aussagen wie, dieses Fallout ist kein Fallout, weil Multiplayer und ich spiele es deswegen nicht, greifen hierbei nur bedingt, da es sich im Prinzip wie ein Singleplayer spielt und man nicht mit anderen zusammenarbeiten muss. Andere Aussagen zu fehlenden Inhalten im Spiel, wie zum Beispiel, das ist ja noch die Beta, es kommt ja erst im November raus, sind mit Vorsicht zu genießen, da bis zum Release nur noch einen Monat hin ist und das Team hauptsächlich mit Bugfixing und Optimierung beschäftigt sein wird. Man darf aber darauf gespannt sein, wie beständig Bethesda Patches und neue Inhalte verfügbar macht. Wir reden hier schließlich nicht über das vierte Early Access Spiel auf Steam eines Entwicklers, welches nicht weiterentwickelt wird, sondern von einer bekannten Größe mit ausreichend Erfahrung und Potenzial. Ich denke dabei mit Absicht an den weltgrößten Lizenzleicheninhaber der Geschichte, Electronic Arts. Falls ihr noch spezielle Fragen zu Fallout 76 habt oder einfach nur Dampf ablassen wollt, schreibt einen Kommentar. Um meine Arbeit zu würdigen und mehr Fallout 76 Content hier zu sehen, drückt den Daumen und abonniert meinen Kanal. Mein Name ist Patrick, ich bin gehypt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.